Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Als handelte es sich um eine Heiligendarstellung an der Kippe vom Mittelalter in die Renaissance. So wird die heilige Cäcilia hier am Boden liegend, tödlich verwundet, mit drei Axthieben in ihren Nacken dargestellt. Und doch sehen wir nur in dieser Zartheit der malerischen Umsetzung, in diesen ausgetriebenen, gekletterten, an die Kunst eines Raphael gemahnenden Pinselstrichen eine Andeutung von Verwundungen. Drei kleine, blutende Wunden in ihrem Nacken. Üblicherweise wird die heilige Cäcilia mit der Orgel dargestellt, sie als Patronin der Musizierenden in der Kirche. Es ist die römische Fassung. Umso erstaunlicher, wenn wir uns dessen gewahr werden, es handelt sich um ein Werk des frühen 19. Jahrhunderts. Johann Evangelist Schäffer von Leonhard Zoff, ein Künstler, der aus einer alten, aus einer adeligen Familie aus Fulda stammt, allerdings in Wien geboren wird und beinahe noch im Kindesalter, sein überragendes Talent macht es möglich, an der Kaiserlichen Akademie der Bildenden Künste Aufnahme findet und dort seine Ausbildung zum Maler genießt. Geprägt ist dieses Institut vom Ton Friedrich Heinrich Fügers, das heißt in erster Linie Lernen an den klassischen Skulpturen, an den Gipsabgüssen im Atelier, das mit Straffuren, mit Schatten und Darstellung von Licht sich an die Plastizität der Körperlichkeit annähern. Das sind sehr, sehr strikte mit einem hermetischen Stundenplan einhergehende Systemiken des Lernens an dieser Institution. Was läge näher, als dass junge Künstler sich davon abwenden, ganz im Sinne des gesellschaftlichen Rahmens, in dem sie sich hier bewegen. Je beengter, je einengender die politischen und gesellschaftspolitischen Verhältnisse, desto mehr der Wunsch nach Selbstermächtigung. Und so werden sich junge Künstler zusammentun zu einer Gegenbewegung. Der Lukasbund, jener Heilige, jener Evangelist, der als Patron der Maler gilt, wird nun namensgebend für jenen Zusammenschluss von Künstlerpersönlichkeiten, die zwischen Wien und Rom sich ganz im Sinne des Katholizismus religiöser Themen annehmen und diese in einer Ästhetik, die sich sehr, sehr stark orientiert an Raphael, aber auch an den alten Meistern deutscher Provenienz, die im Selbstverständnis der Lehrenden an der Akademie als primitiv betrachtet werden, wie beispielsweise Albrecht Dürer oder Hans Baldung Green. Künstler, die abgetan werden und deren Werk als nicht würdig im Sinne des kunsthistorischen Draufblickens gesehen sind. Dieser junge Künstler, der auf seinen Reisen nach Rom, Florenz, aber auch nach Sizilien, nach Ravenna, nach Ferrara, seine Einflussgrößen in der alten religiösen, in der sakralen Kunst sehen wird, nutzt nun die Gelegenheit dieser elegischen Darstellung einer Heiligen mit diesen Trapagen, mit diesen unglaublich eleganten, zarten, sanften Übergängen von Farben und er zitiert mit den blühenden Erdbeeren durchaus auch die heilige Mutter Gottes, die Madonna, deren Darstellung angedeutet wird, die heilige Cäcilia, die sich in ihr wiederfindet. Die Engel darüber in raphaelscher Manier schwebend und zurückgenommen. So wird dieser junge Künstler, der sehr gefördert wird vom Erzbischof von Gurk, seine Reisen finanzieren können aufgrund dieser Unterstützung und sein Werk, sein Œuvre entwickeln, indem er sich vor allem als Nazarener betrachtet. Eigentlich ein Schmähbegriff, eine Verspottung dieser jungen, sich in Rom sammelnden Künstler deutscher Sprache, die die Akademie der Bildenden Künste in Wien als eines der Leitinstitute dieser Zeit besuchen, um sich hier ausbilden zu lassen. Viele von ihnen in romantischer Manier, langes Haar tragend mit Mittelscheitel, ganz im Sinne Jesu Christi, werden verspottet und damit wird sich dieser Begriff der Nazarener verfestigen.
Eine Kunst, die zurückgreift auf alte Ästhetiken und damit wird sich auch auf eine sehr kuriose Art und Weise der junge Künstler in den Saum der Heiligen, die er auch mit Santa Cecilia benennt, ganz im Sinne der römischen selbstverständlichen Situation, selbst mit seiner Signatur im Kleidsaum dieser Heiligen verewigen und verwirklichen. Eine schwere Krankheit wird ihn lediglich 26 Jahre alt werden lassen, aber sein Talent, sein Wirken, sein Œuvre sind so präsent und so eigenständig, dass ein Blick jedenfalls darauf lohnt. In einer Zeit, in der politische Unruhen und gesellschaftliche Veränderungen eine Sehnsucht nach einem der Größe im Sinne des Katholizismus, des Christentums vordringlich bedeutsam werden lassen, wird sich dieser Künstler zusammentun mit anderen jungen Männern, die zum ersten Mal sich von dem akademischen Schaffen abgrenzen, ohne kämpferisch aufzutreten, jedenfalls ein starkes Signal setzen. Setzen Sie sich der Aura dieses Werkes aus. Wir freuen uns jedenfalls auf ein Wiedersehen in der Österreich.